Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft mit dem Antaboom und Bebo. Das ist korrekt. So, unser Ziel ist es jetzt, Heilköder auszuschmeißen, und zwar jetzt. Wupp! Da liegt er. Heike, Presschen! Heike, Presschen! Heike will nicht. Heike hat heute keinen Hunger. Hat schon ein bisschen so oft an mir genagt. Ich habe noch nicht Maus kaufen. Ich dachte mir, eine Folge können wir noch machen. Dann will ich es kaufen. Oder Heike knabbert nicht am Köder, weil ich weiß, dass er da ist. Hm? Vielleicht ist es so wellig. Vielleicht ist dann, wird dann ihre aalglatte Haut so wellig. Möglich. Also weißt du was, diese blöden Kokosnüsse, die kann ich auch wegschmeißen. Genauso wie die rote Beete. Oh, wow. So. Dann esse ich die einfach. Weiß kein Essen nicht. Ja, das ist eigentlich richtig, aber ich brauche Platz im Inventar. So, damit haben wir jetzt auch eine Batterie. Aber ich glaube, bei Wellengang will Eike nicht. Und er ist gefixt. Dass er es sehen muss. Das ist jetzt peinlich. Weil Leute, die leicht seekrank werden, tut mir leid. Du musst mal da weggehen. Danke. Weiß nicht, warum Heike nicht futtern will. Eine Säule? Nee, das soll schon eine ganze Säule sein. Oh, eine Säule. Ah. Also jetzt im Hinstellen und schön nach unten. Ja, er kämpft. Wir können runter. Wupp, wupp. Und runter. So, ich würde sagen, ich gehe mal ganz nach unten, direkt zu den... Boah, da komme ich gar nicht hin. So tief ist das. Denn das wurde auch in die Kommentare geschrieben, dass wir das halt eben machen können, dass wir hier unten quasi Erze finden können. Das haben wir aber auch durch Zufall mal selbst herausgefunden. Aber irgendwie scheinen hier gar keine Erze zu sein. Ich sehe zumindest kein einziges. Ganz schnell wieder hoch. Oh, Lüft. Ich brauche Lüft. Und runter. Oh, ich kann gar nicht gucken. Oh, es dreht so heftig. Wenn ich wirklich selbst das Auge gekriegt hätte, Alter, heftig. Okay, Heike ist tot. Nur das? Weil sie tot ist. Die hat mich unter Wasser angegriffen, ich habe ihr einen Speer ins Maul gesteckt und ja. Den hat sie nicht ganz so gut vertragen. Oh. Weg. Wenn ich mich sagen, haben wir nämlich. Okay, drei Fleisch kann man so drauf platzieren, alles klar. Warum liegen hier eigentlich Auspuffteile? Ist ja eine Autofahne gewesen. Das war bestimmt ein PUBGler. So. Doofy! So, dann platzieren wir nämlich das Radar auch hier oben und... So! Hauen da selbstverständlich eine wunderbare, wunderbare Batterie rein. Okay, ah, da. Und...
Ja, ich sehe jetzt nicht, wie das ausgerichtet ist. Ja, okay, das ist, glaube ich, egal. Einschalten! Das Ding ist doch verbunden. Also brauche ich quasi drei Antennen, oder wie? Keine Ahnung. Antenne 1 zu nah am Empfänger. Okay, dann schalten wir sie aus. Nehmen uns die Antenne wieder. Und tun die irgendwo unten hin. Machen wir sie halt hier hin. Blöde Eiche, ey. Sieht zwar echt bescheuert aus, aber muss halt wohl so sein. Was? Falsche Höhe. Okay. Dann sollten wir das Ding auch unten platzieren, weil so weit können wir oben halt auch eben nicht bauen. Und dann platzieren wir den. Wir sagen hier vorne hin. Dann haben wir die Batterie da rein. Erfordert mehr Höhe. Ist das dein Ernst? Haifleisch verloren. Was? Haifleisch verloren? Achso. Lumpe hier. Dieses so. Ja Lumpe. So, jetzt muss ich mich erstmal damit beschäftigen. Warte mal. Dann machen wir halt mal eine halbe Höhe. Fehlen mir Nägel. Das genagelt werden, ne? Ja, das ist korrekt. Aber diesmal nicht ans Kreuze, so wie bei Conan. Niemals. Ha. Kann ich aus Metall auch Schrott machen? Stimmt. Nagel. Nee. Kann ich nicht. Schade eigentlich. Oh. Oh. Ach, warte mal. Unter Wasser ist doch Schrott. Ich hab doch Schrott hier. Hilf mal, komm her. Ja, ich sammle jetzt gerade selbst noch was auf. Weil wir brauchen echt viel Nägel und sonstige Sachen. Ja, auch doof. Ich denke mal, ich dachte die ganze Zeit, du kriegst hier durch Metall, aber ist ja nicht so. Dem ist nicht so. Haben wir noch irgendwo ein Scharnier? Nicht, dass ich wüsste, aber ich könnte gleich eins machen. Richtig. Kann ich nämlich eine große Lagerräumkiste da machen. So, wo hast du das Zeug reingepackt? In meinem Inventar. Achso. Dann brauche ich dann drei Schrott wieder. Passt. Ja. Aber was wollte ich eigentlich hiermit nochmal? Ah, genau. Okay, jetzt brauche ich nochmal Planken. Dann kriegst du ja den Schrott wieder. Oh, nee, warte mal. Ich brauche nochmal vier Schrott. Verdammt. Hier. Mach erstmal deins fertig und mach ich meins fertig. Gut. Weiß doch gar nicht genau, wo man das Scharnier herstellt. Du musst quasi im Ofen Metall reintun. Das mach ich jetzt gerade mal. Machen beide mal Metallerz rein. Weil diese kleinen Kisten sind ja schön und gut, aber auch die große, ne? Ja, das stimmt. 8 Slots. Ja. Jetzt brauche ich noch ein paar mehr Nägel. Jetzt habe ich aber auch keinen Schrott mehr. Leider. Auch nicht. Meine Güte. Ah, schade, dass du schon in der Nacht ist. Darstellen.
Sonst hätte ich ja gleich nochmal runtergehen, aber du siehst ja nichts unten. Taschenlampe. Ja, das stimmt. Ach, was da hinten? Ich mach das immer falsch. Ah, ich kann direkt einen erhöhten Boden machen, okay. Was? Was? Das machst du auch extra, dass ich hier nicht mehr runterfallen kann, oder? Ja, unter anderem tatsächlich. Nein, Quatsch. weil es stand nämlich da oben falsche Höhe und dann stand hier unten, es muss höher platziert werden. Also denke ich, dass es halt so eine halbe Höhe sein muss. Nehmen wir kurz das Zeug mit. Weil dann mache ich nämlich jetzt hier so ein paar Stück höher. Paar Stück oder paar Stück? Paar Stück. War kein Kunststoff? Ups, so. Komm, das muss eigentlich auch. Nein, Heike! Du machst mal einen Abflug. Ja. So, dann würde ich sagen, machen wir das bis hier hinten raus. Na komm, zack. Dann platzieren wir auch da den Empfänger. Besten mit der richtigen Seite zu uns, die Batterie da rein. Auf der Seite machen wir die Antenne hin. Schrott haben wir nicht mehr, ne? Erfordert mehr Höhe, ist das dein Ernst? Ausschalten, entfernen. Also. Dann gehen wir halt eben noch einen nach oben. Das sieht zwar jetzt nicht schön aus, aber ist zweckmäßig. So, einen brauchen wir quasi ja um. Zack. Zack. Aber jetzt bist du ja wieder auf derselben Höhe wie das andere. Drüben, ja. Aber das Problem war, ich hab ja. Passt das jetzt? Ja, Antenne 1 ist ready. Okay, Antenne 2 würde ich dann quasi hier hinten hin machen. Ich würde erst sagen, dass er anstatt die Antenne zu bauen und so weiter, damit ich auch weitermachen kann, ich kann ja gut runtergehen würden nochmal. Ja gut, dann auf runter. Und runter. Weil ich stehe die ganze Zeit noch rum. Ah, Heike habe ich nicht gesehen. Wenn ich sie sehe, kann ich sie abfangen. Ich kümmere mich um Heike, wenn du alles einsammelst. Du kannst mitsammeln, ich habe einen Köder ausgelegt. Ja, trotzdem greift sie an. Hey! Du musst sie quasi kurz bevor sie sich beißt, musst du sie mit dem Speer hauen. Ich habe was anderes. Ich kann gar nicht sammeln. Und mir Kunststoff fehlt. Ich hab gleich keinen Haken mehr. Will Heike schon wieder nicht? Ja, weil sie mich die ganze Zeit angreift. Erstmal das Zeug nehmen. Dann das futtern. Dann wollen wir das hier mal nachfüllen. Heike. Schusskind. So ein garstiges. Was sagt denn dein. Ja, was sagt denn dein Ding? Ich rede normalerweise nicht mit ihm. Ja, ich weiß nicht, den Namen wieder vergessen. Der Haken. Ja. Ja, ungefähr 3/4. Meiner ist 2%. Nimm. Willst du nicht oder was? Ich mach mir einfach gleich einen neuen. Das braucht halt eben nur Zeit. Weil du quasi Metallerz dafür brennen musst.
Und dann brenne ich hier quasi jetzt schnell das Metall. Also was heißt, ich brenne das Metall nicht, ich schmelze es. Ach Eiche, nimm, geh doch essen, du willst es doch auch. Tu doch nicht so, du willst es doch auch. Und es wäre cool, wenn du mir ein paar, ein bisschen Schrott da lässt. Ich hab keinen Schrott. Achso. Du hast mir nicht wiedergegeben. Ja, ich hatte ja auch keinen. Ich hab dir doch gegeben. Ich hab den aber komplett aufgebraucht. Eiche. Eiche, the Sheriff. Sie kommt. Ja, das ist in der Falle, ne? Blöde Mistvieh. Komm, die ist doch in der Falle. Nee, ich dachte, die greift unser Raft an. Deswegen habe ich sie gehauen. Oh. Die Luft regte sich auf, ey. Luft, pff, Luft wird überbewertet. Ich brauch schon Lust. Echt so? Okay, Schrott brauche ich jetzt 6 Mal. Ich glaube, jetzt ist er an dem Ding. Ey, war eine Kiste unter Wasser. Echt? Wer? Ja. Was war drinne? Ich bin tot. Ach, du bist tot? Nee, fast mal tot. Da war drin, keine Ahnung. Schrott und so. Ein Scharnier. Okay. Was ich gerade hergestellt hatte. Ist nämlich ein kaputtes Raft. Der Peike nochmal gehauen, damit sie nochmal den Köder nimmt. Cool. Wo mache ich denn den Speer? Oh, perfekt. Ich habe mir direkt nochmal einen neuen Speer gemacht, weil meiner ist bald kaputt. Und zwar, ja. So, zack, zack. Platzieren. Planken platzieren. Einmal was zippeln. So, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Was brauche ich nochmal für? Das ist bei Navigation. Eine Antenne. Schrott. Leiterplatine und Bolzen. Okay. Ich glaube, das sind wir aber jetzt hier durch. Vorsicht, der greift an. Sag ich. So. Was wollte ich bauen? Das war ursprünglich eine Kiste. So, mach ich schon die Kiste. Okay, der Hai dürfte bald wieder tot sein. Bleibt das Gebilde hier so stehen? Welches Gebilde? Diese Erhöhung hier? Ja. Dann packe ich mich die Kiste hier oben hin, weil sonst kann ich gleich nicht mehr durchgehen. Oh ja. Nochmal 20 Slots. Hier. Was willst du haben? Einmal. Gut. Bitch slap. Move, bitch. Get out the way. Okay. Dann haben wir das. Dann Kupfererz rein.
So. Und du hast ja einen Baum vergessen. Ich habe auch gerade keinen Schrott mehr für eine Axt. Schrott habe ich auch reingepackt, 3 Stück. Ja, aber das brauchte ich für was anderes. Ah ne, Moment, stimmt gar nicht. Ich habe gerade einen Bolzen gebraucht, halt. Ich ist doof. Entern. Wohin? Bring ihn auf. Warte mal, haben wir noch Planken? Ja, Hast du ist noch genug. Planken? Klar. Hier liegen. Warte, Momente. Ach so, der ist an dem Köder dran. Hier dem Köder. Ist noch da? Ja. Ich glaube, dass wenn du den angreifst, währenddessen er am Köder ist, schreckt er halt kurz zurück und nimmt sich dann quasi was anderes. Kannst du die Zeit halt effektiv etwas erhöhen. Okay, dann brauche ich nochmal Seile. Zack, und damit habe ich da auch eine neue Axt. So, und jetzt benehmen wir uns auch wie die Axt im Wald. Ja, also wir können hier weg. Hier gibt es nichts mehr. Das Einzige, was wir Okay. machen müssen, ist nochmal neue Köder herstellen. Okay. Nur noch einen einzigen. Wenn es mal Not am Mann ist oder so, dass wir schneller hinterher schmeißen können. Köder, wo waren das? Was fällt denn der? Eiköder. Brauchen wir Seebrasse und Rohrhering. Rohrhering dürfen wir eigentlich haben. Riesenmuschi. Wir haben eine rohe Seebrasse, aber einen Hering haben wir nicht. Okay. Das heißt. Angel Simulator. 2017. Nee, 18, nicht wahr? 2018, richtig. Antenne. Das Radio. Na 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 na. Los! So, dann Wir haben wir brauchen, was das war das? hier. Seebrasse und Lachs war das noch? Glaube ja. Akräle. Okay, wir haben auch unten keinen Schrott mehr, oder? Nee. Doch, ich sehe doch noch hier, oder? Ist das Schrott? Nee, das ist kein Schrott. Komm, Heike. Gibt es eigentlich sowas wie ein automatisches Angelsystem? So ein Fischnetz oder sowas? Gibt halt ein Netz, aber wofür das da ist, keine Ahnung. Das Fangnetz, um das Schrott einzusammeln. Ja, es kann aber auch sein, dass es auch Fische einfängt. Wie ist aus? Können wir nicht, fehlt uns Schrott. Das ist Schrott. Das ist auch Schrott, ja. Also kannst du dich immer nicht hinstellen und hier mal am Angeln sein. Ja, doof bei. Ja, Heike ist wieder tot. Verliere hier ein bisschen was. Wo ist Haifleisch? Was kann ich denn dafür wegschmeißen? Was brauchen wir denn gar nicht? Kokosnüsse. Scheiß doch. Auf die Kokosnüsse. Scheiße. Kokosnüsse. Haifleisch. Heikopf. Na, Heikopf sollten wir vielleicht schon mitnehmen. Ja, ist aber für Maskottchen hier. Ja, aber dann haben wir halt eben 3 Stück. Okay. Gut. Und das noch. Dann können wir nämlich hier rein den Heikopf packen. Packen wir aber auch auf den Grill. Das Chai-Fleisch. Ein Köderchen haben wir wieder. Ein Planken Heiköter. platzieren. Das platzieren. Die ich übereinander Ein. stapeln kann.
Meine Angel ist auch fast Schrott. Ich mach das Heilfleisch. Ja. Oh, ich muss was essen. Das ist auch der kleine Arthur. Arthur Boom. Wow. Yeah. Kann es sein, dass du die Palmensamen noch im Inventar hast? Ja. Okay, dann platzieren wir bitte. Ah, okay. Oder so. Zack, zack, zack. Nehmen wir. Den hier. So, nachfüllen. Du machst schon. Warte. Ja. 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 Gut. Ich glaube, mehr können wir momentan noch nicht machen. Wir segeln am besten jetzt einfach mal weiter. Falls wir irgendwas finden, sagen wir halt eben euch Bescheid. Bescheid! Ja, wir sind noch nicht abgelegt, aber... Aber so ähnlich werden wir das da eben machen. Genau. Nee, wir werden dann quasi die nächste Folge dann machen. Sobald wir halt eben was gefunden haben oder sobald ich den nächsten Empfänger platzieren kann. Die nächste Antenne platzieren kann. Von dem her würde ich sagen, beenden wir die Folge mal an dieser Stelle. Der Link zum jeweils anderen ist unten in der Videobeschreibung. Vergesst nicht zu bewerten. Das hilft uns auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge zu Raft. Ciao. Ciao.